Hallo Leute, willkommen bei Super Jenny im Reich der Magie. Dies ist Teil 4. Ja, und Jenny fragt jetzt gerade diesen Weisen, ob er ihr Zauberunterricht geben kann. Oh, ja. Ja, sie gucken sich zwar nicht an bei dem Unterricht, aber sie übt hier irgendwelche ganz schicken Sachen. Jawohl. Ja. Okay. Ein bisschen merkwürdig, dieser Unterricht. Es sind halt Zauberer. Unterrichtet werden. Nun lassen wir sie ruhig mal unterrichtet werden. So, das mit der Traurigkeit ist auch gerade besser geworden. Zacki, zacki, zacki. Ja, gleich ist sie fertig unterrichtet. Dann gucken wir mal, ob sie irgendwas gelernt hat. Aha, Brinker. Und? Hat's was gebracht? Jetzt gucken wir erstmal hier. Nee, da muss sie gleich noch experimentieren. Ah, ihre... Jetzt ist sie Neuling. Okay. Und... Das hier ist jetzt irgendwie angestiegen. Die Talentpunkte, da hat sie einen. Vielleicht können wir damit was machen. Wir können was damit machen. Wissen ist Magie. Dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen. Nicht schlecht. Fixmix. Zaubertränke werden viel schneller zubereitet. Das ist auch nicht schlecht. Entladen. Dieser Sim kann jetzt entladen wirken, um die Zauberladung zu leeren. Ich denke mal, das ist auch nützlich, aber momentan brauchen wir das irgendwie noch nicht. Und hier? Eifriger Sammler. Dieser Sim erhält jetzt mehr Objekte, wenn er im Reich der Magie magische Zutaten erntet. Das finde ich gar nicht schlecht. Experimentator. Beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten. Fehlschläge werden reduziert. Das hätte ich jetzt gerne alles. Aber ich glaube fast, ich nehme mal den Experimentator. So. Ja, jetzt kriegt es auch ein bisschen Spaß, das ist gut. Ich frage mich, ob ich sie hier experimentieren lasse. Ob ihr das dann Spaß macht, das können wir ja gleich sehen. Ich lasse sie jetzt mal den Inhalt auslernen und dann experimentieren und dann sehen wir, ob ihr das Spaß macht. Jawohl. Und jetzt experimentier mal. So lange, bis sie ein neues Rezept durch Experimentieren gelernt hat. Na, der Spaß geht eher runter. Okay, dann lasse ich sie halt später noch ein bisschen Gitarre spielen. Oh, sie hat ein neues Zaubertrankrezept entdeckt. Zaubertrank Übelkeit. Oh, aber sie hat nicht ihr Bestreben. Und ja, hier sagt der die Fee was. Du hast ein neues Zaubertrankrezept gelernt. Du bist ja so klug. Was für ein Glück. Jenny hat soeben 60 Simoleons gefunden. Das ist gut. Ja, und ein Salbei haben sie freigegeben. Also den Übelkeit-Zaubertrank brauchen wir eigentlich nicht. Aber warum zählt das nicht? Ja, vielleicht muss sie einfach noch weitermachen. Ich lasse sie noch mal weitermachen.
Jo, gratis Simoleons. Ja, schick. Und jetzt hat sie eine Zitrone gekriegt. Das ist gut. Dieser Zaubertrank mit dem Glück, der ist echt nützlich. Okay. Jetzt ist sie hier fertig. Dann soll sie mal hier diese Dame vor, kennenlernen. Weil von der können wir ja auch Zaubersprüche lernen. Auch wenn das die schelmische Weise ist. Jawohl. Hallöchen, Hallöchen. So, Magie. Bitten, schelmische Magie beizubringen. Renn ihr mal hinterher, Jenny. Ja, ich weiß, der gefällt dir noch besser, aber... Wir wollen ja was in Zauberbuch stehen haben. Oh, sehr gut. Jenny hat einen neuen Zauber entdeckt. Blitzblank. Das ist sehr praktisch. Sie kann zwar sehr schnell putzen. Das war aber doch kein schelmischer Zauber. Das kann mir keiner erzählen, dass das ein schelmischer Zauber war. Nein, sie könnte sie gleich küssen. Gut, bitten, schelmische Magie beizubringen. Tua Oberoi. Ah, jetzt. Okay, deine Kenntnisse der magischen Künste finden immer mehr Anerkennung. Jeder Gehilfe erhält ein magisches Care-Paket mit Gegenständen des täglichen Bedarfs. Sieh in deinem Briefkasten nach. Na, dann müssen wir wohl mal nach Hause. Und in Verzweiflung stürzen hat sie gekriegt. Na, den können wir gar nicht gebrauchen. Was macht sie? Müll raustragen. Da sollten wir sie nicht von abhalten. Wegwerfen. Was wirfst du weg, Jenny? Ach, das? Ja, mach das ruhig. Das finde ich gut. Und dann, dann kannst du noch weiter experimentieren. Und ich züchte noch einen Wirbelblumenfrosch. So, damit wir noch mehr Geld kriegen. Das läuft doch hier wie geschmiert. Und Jenny immer traurig. Das tut mir echt leid. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, sie in der alten Welt zu lassen. Aber das wäre ja auch eine gute Aufgabe, irgendwie einen Zauberspruch zu finden oder irgendwas in der Art, womit sie ihre Traurigkeit wegzaubern kann. So, während sie sich hier beruhigt, gucken wir mal, ist hier ihr Talent... Oh, sie hat zwei neue Talentpunkte haben wir. Gut. Oh, hier können wir auch was, da. Auge der Erkenntnis. Das Forschen, Experimentieren und Lesen von Folianten geht diesem Sim viel schneller von der Hand. Nicht schlecht. Zauberhafte Kontakte. Schalte magische Sozialaktionen mit anderen Magiern frei, um Magie-EP zu erhalten. Auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, ich gehe jetzt hier erstmal in den Basisbereich. Also lesen am Computer. Okay. Fixmix, Zaubertränke werden viel schneller zubereitet. Wäre auch nicht schlecht. Entladen, das machen wir später. Und hier, tja, ich nehme erstmal die schnelleren Zaubertränke. Ah, wir haben ja zwei. Dann nehme ich dies hier auch noch. So, oh. Sie ist jetzt Gehilfin. Das geht ja bisher ganz flott. So, wie sieht's aus? 23 Stunden. Hier kannst du dir nochmal Zuspruch geben. Das machen wir hier im Schnelldurchlauf.
Sie bräuchte eigentlich auch einen Spaßzauber. So. Und hier ist ein Kessel, da kannst du gleich nochmal experimentieren. Auch im Schnelldurchgang. Oh, sehr traurig ist sie jetzt. Hm, jetzt ist sie wieder selbstsicher. Wunderbar. Und dann sollte ich sie vielleicht einfach mal... Ah, sie hat noch was. Eine Drachenfrucht hat sie gekriegt. Super. Und ein Apfel. Die Drachenfrucht, mal gucken. Ah ja, 250, das ist so der normale Preis. Aber die wollen wir ja gar nicht unbedingt verkaufen. Du sollst hier noch einen Zaubertrank lernen, damit wir mit dem Bestreben weiterkommen, meine Liebe. Ich hoffe, dass das irgendwann mal zählt. Aber dieser besondere Glück, das ist hier... Ah, sie ist selbstsicher, weil sie einen Begleiter hat. Das ist gut. Schon wieder fertig. Na gut. Jetzt will sie lesen. 100 Tricks für deinen Begleiter lesen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht macht ihr das ja auch etwas Spaß. Mal gucken, wo sie das tut. Und ich gucke mal, ob sie von diesen hier jetzt wieder was Neues lernen kann. Ja, frag ihn mal nach der ungezähmten Magie. Und dann fragen wir auch den anderen nach der praktischen Magie. Tja, wieder keine Zeit zu lesen. Tut mir leid, liebe Jenny. Zischender Blitz hat sie gelernt. Na, das ist toll. Kannst du dich... Ja, beschwer dich mal über Probleme. Und vielleicht gibt es hier noch was gegen die Traurigkeit. Umrat bitten. Das machen wir jetzt, damit ihre Traurigkeit schneller weggeht. Und dann suchen wir den anderen Typi. So, und bitten ihn auch um einen. Oh, bei dem geht's noch nicht. Okay. Gut. Aber vielleicht kann man den auch um Rat bitten. So. Irgendwie nicht. Doch. Über Probleme beschweren. Und ob sie den leidenschaftlich küssen kann oder sowas. Vielleicht umarmen. Und... Irgendwie musst du auch ein düsteres Kompliment machen. Ja. Und wo steckst du, meine Liebe? Ach, sie ist wieder zum Spiegel gerannt. Tja. Jenny, Jenny. Wir sollten ihr einen Handspiegel kaufen. Und sie braucht wirklich Spaß.
Na, da lasse ich sie vielleicht einfach eine runde Gitarre spielen. Das geht vielleicht schneller als beim Lesen. Mal gucken, vielleicht geht ja auch das Lesen. Ah ja, und ich wollte eigentlich irgendwie rumküssen oder so, in der Hoffnung, dass sie davon Spaß kriegt. Ja, hat's nicht geholfen. Aber dazu ist sie ja zu traurig. Noch 12 Stunden. Bitte ihn mal um Rat. Was erzählst denn du da, Jenny? Brogi. Jakalau Shu Bretno. Jawohl, Bretno. Sum. Engel Mifla. Beckenwishu. Nasine Pafarbel. Ich hab den Eindruck, das frische Züchten geht jetzt öfter. Samizu. Wabara Rani. Zauberstäbe des Verlangens um. Ah, und das sind die 1001 Tricks für deinen Begleiter. Fabisi Valmip. Lest das einfach mal. Nagelda Schmoon. Shorg. Marisalek. Franho Hibane. Die arme Jenny. So, jetzt lassen wir sie ganz schnell lesen, damit das mal besser wird mit dem Spaß. Ein Lesestübchen. Ja, wir sind ja schon im grünen Bereich. Mhm. Leon Michael, den kennen wir eigentlich kaum. Ja, hier kommen sie echt in Scharen zum Lesen hin. Ah, und ich guck mal nach dem anderen Bestreben. Das ist, ich glaube, bei Wissen. Oder? Ja, Zauberkunst und Hexerei. Dann muss ich einen Zauber lernen. Ah, sie ist... Ja, jetzt rennt sie wieder zu dem Spiegel. Gut, dann lese ich das in Ruhe. Ein richtiger Magier benötigt ein ganzes Arsenal verschiedener mächtiger Zauber. Suche im Reich der Magie nach Folianten oder bitte mächtige Magier, dich in ihre Geheimnisse einzuweihen. Okay, da müssen wir jetzt warten, bis wir wieder einen kriegen. Ah, ich muss mal langsamer machen. Aber wahrscheinlich wird es bei dem jetzt auch wieder eine Weile dauern. Ja. Tja. Gut. Dann müssen wir mit dem Bestreben eine Weile warten. Dann schalte ich lieber wieder das andere an. Denn ich hoffe, dass das bald geht. Dann müssen wir vielleicht einfach noch ein bisschen... experimentieren. Gut, wo steckst du? Hier könntest du nochmal experimentieren, meine Liebe. Ja, der Spaß ist immerhin im grünen Bereich. Und sie ist bei den Gehilfen jetzt schon relativ weit gekommen. Obwohl sie bisher kaum gezaubert hat. Denn diese Zaubersprüche, die sie hat, sind ja irgendwie noch nicht so berauschend. Was will sie eigentlich mit Morrigan machen? Ein Techtelmechtel. Aber ich glaube, wir haben hier gar keine Betten. Und ich glaube auch keine neuen Techtelmechtelplätze. Wir gucken mal im Zauberbuch. Ja... Sie hat hier ein bisschen was gelernt. Es funkelt. Blitzblank.
Was wollen wir hier? Reproduktion finde ich gut. Und teleportieren ist auch nicht schlecht. Die anderen sind bestimmt auch alle ganz gut. Die schelmische Magie, das wollen wir eigentlich alles nicht. Betören kann sie sowieso schon. Aber wir lernen das trotzdem mal. Zischender Blitz. Nutze die elektrische Energie und lass einen Blitz einschlagen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ruf der Geister. Duplikation ist reizvoll. Ah, so geht das zu. Und hier haben wir gerade nichts auszugeben. Gut. Ja, mach mal fleißig. Wir hoffen, dass endlich mal dieser Bestrebenpunkt erfüllt wird. Huhu. Ja, meine Liebe. Jawohl. Tja, wieder nix. Hier, weiter experimentieren. Schwitz, echt, stöhn. Jawohl. Sie hat einen Zaubertrank, die vorteilhafte Klärung. Und es zählt hier nicht. Das ist ja schon sehr merkwürdig. Ob sie den vielleicht jetzt brauen muss? Das ist schon komisch. Ob es verbuggt ist? So, wir gucken mal. Riegerverstand. Riegerverstand ist vielleicht auch nicht schlecht. Und was macht vorteilhafte Klärung? Oh, ein Zaubertrank, der es einem Magier erlaubt, andere Vorteile zu wählen. Andere Vorteile zu wählen. Das sind wohl diese Sachen, die man da aussuchen kann mit den Punkten. Vielleicht, wenn man die alten nicht mehr haben will und austauschen will oder so. Wir machen mal reger Verstand. Oder, eine Bedürfnisbefriedigung dürfte den Spaß auffüllen. Das machen wir auch mal, ja. Da muss er nicht mehr so lange lesen oder Gitarre spielen. Und... im Zauberbuch gucke ich mal hier jetzt da nach den Tränken. Da sind sie. Großes Glück, das haben wir ja schon. Ob das schon abgelaufen ist, weil sie hat jetzt nichts mehr gefunden. Übelkeit, reger Verstand, magische Aura, verführerische Aura, emotionale Stabilität. Oh, ein Zaubertrank, um unnötigen emotionalen Ballast zu entfernen. Den wollen wir haben. Ja. Für immer jung brauchen wir auch. Und ewiges Leben auch. Und wiederbelebt im Nu wollen wir natürlich auch haben. Also wir wollen natürlich alle haben. Gut. So. Jenny, kommst du? Zaubertrank brauen. So, dann machen wir jetzt mal einen schönen Screenshot. So. Huch. Huhu, wo bist du? Ein bisschen unzufrieden sieht sie aus. Neugierig guck.
Hier ist schon irgendwie lustig, so wie die Leute so. Hier wuseln ganz viele rum und die einen zaubern, die anderen machen Tränke und lesen und. Aber man hat nicht so viel miteinander zu tun. Jeder macht das Ganze für sich. Aber man könnte natürlich auch mit den allen sich anfreunden und quatschen und. War das etwa unsere Fee? Mal gucken. Ah. Oh. Begleiter freigeben, Begleiter umbenennen. Und der, ist der fertig? Sieht so aus. Qualität normal. Alles abfüllen. Und dann kannst du dich hier mal vorstellen. Ruhig bezaubernd. So. Und welcher ist das? Vorteilhafte Klärung ist neu. Und wir haben Bedürfnisbefriedigung gemacht. Den trinken wir jetzt mal, um den Spaß zu befriedigen. Trinken. So, gucken wir mal. Gelan. Wusch, Saquinario. So, so. Aha. Ja, das hat geholfen. Immerhin etwas. Ja, dann quatsch doch noch ein bisschen mit ihr. Tag verschönern. Und wir gucken mal, ob wir von der merkwürdigen Tante noch was lernen können. Nein, noch nicht. Aber wir können sie bitten, ein Zaubertrank-Rezept beizubringen. Ina. Bonn Gravi? Beringo. Oh, yep. Ah, verführerische Aura. Na gut, den braucht Jenny nicht. Das hat sie sowieso standardmäßig eingebaut. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann natürlich weiter. Und wir sehen, wie sich unsere Hexe Jenny weiterentwickelt. Ob sie auch mal nützlich Zaubersprüche lernt. Ja, und ob sie auch noch lernt, besser auf dem Besen zu fliegen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.